Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar The Legend of Zelda: The Minish Cap. Ja, nachdem endlich Majora's Mask vorbei ist nach so vielen Jahren, werde ich nun einen etwas unbekannteren Zelda-Teil spielen. Also wie ich finde, bekommt dieser Zelda-Teil sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit, und ich denke, das muss dringendst geändert werden, weswegen ich dieses Spiel jetzt spielen werde. Drücke Start. Sprache ist auf Deutsch eingestellt. Wir werden natürlich den ersten Spielstand nehmen. Und wie auch beim letzten Mal, wie bei Majora's Mask, werde ich mich Link nennen, denn ich bin ein Mädchen und Link mit einem Mädchennamen klingt irgendwie bescheuert. Die Datei wird erstellt. Jawohl. Optionen, Textgeschwindigkeit, schnell. Mache ich normal. Speichervorgang, jawohl. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Abenteuer. Und Start. Vor langer, langer Zeit. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Stiegen Minish vom Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Wer kommt denn da? Das ist doch Prinzessin Zelda. Und man hört Schmiedegeräusche? Hallo. Guten Tag, Onkel Alberich. Hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Wo ist denn Link? Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minish-Fest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Link dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Link hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Link schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Link dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Link! Wach auf, du Faulpelz! Hallo, Link! Boah, wach mal auf! Oh yeah, und wir können gleich ins Abenteuer starten. Mit R können wir rollen, mit dem Steuerkreuz bewegen wir uns, wie in einem klassischen Zelda natürlich. Außer dass vielleicht die Rolle auf R ist, aber egal. Ja, wir sind hier anscheinend bei unserem Onkel, Großvater, whatever. Und er ist anscheinend ein Schmied. Und Zelda ist hier, um mit uns zum Fest zu gehen. Und wir wollen sie nicht länger warten lassen, denn sie ist schließlich die Prinzessin. Nicht wahr? Hallo? Hallo? Ah, Link! Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minish-Fest gehen möchte. Hallo Link, komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Alberich hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch etwas zu tun. Da-da-da-da. Schwert des Alberich erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht. Wie sollte man auch ein Schwert verlieren? Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verlier es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Gib Acht, dass ihr nichts passiert. Nein, keine Sorge. Ich werde schon auf sie aufpassen. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also, Link, auf in die Stadt. Lauf doch nicht weg, Mädchen. Ich
raub erstmal meinen Onkel oder Großvater aus. Ja. Es ist anders als wie in anderen Zelda-Teilen, dass man mit R die Leute anspricht und nicht mit A. Weil auf A und B hat man zwei Items. Aber das erkläre ich später alles noch. Hier bin ich, Link! Die Musik ist so toll. Dieses Spiel ist wirklich eigentlich komplett anders. Ich glaube, kann es sein, dass es das einzige ist, das für den Game Boy Advance rausgekommen ist? Außer vielleicht Four Swords. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Link, komm, beeilen wir uns! Ja, Zelda! Mensch, Mädchen! Hier entlang, na los, beeil dich! Warum müssen Frauen immer so... Das habe ich noch nie verstanden. Warum muss mein Geschlecht immer so hektisch sein? Das verstehe ich nicht. So, das ist Stadt Hyrule. Ach, ich liebe die Grafik in diesem Spiel. So eine Toon-Grafik. Wie bei Wind Waker. Guck mal, Link, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Jetzt fehlt nur noch, dass sie eine Kette hat und Link ankettet. Stadtteil. Hallo. Wir kommen auf dem Minish-Fest. Heute ist das 100. Jubiläum. Vielleicht kommen ja Minish in die Stadt. Ach ja, man kann auch mit A die Leute ansprechen, habe ich gerade gemerkt. Puh, es war viel Arbeit, das Fest vorzubereiten. Ein tolles Fest, oder? Ja, die Musik ist schon mal ordentlich. Ah, Link, hast du Spaß? Dieses Fest ist das größte von Hyrule, deshalb sollte man es genießen. Zelda, was hast du denn da schon wieder? Link, hör doch meinen Geschichtenerzähler zu. Hey, was ist das da? Kinder. Vor langer, langer Zeit wurde unsere Welt von Ungeheuern heimgesucht. Wir Menschen waren hilflos. Da erschienen die Minish. Sie gaben uns das Schwert des Lichts. Mit Hilfe dieses Schwertes konnten die Monster besiegt werden. Wir konnten wieder in Frieden leben. Als Dank für die gute Tat der Minish feiern wir jedes Jahr dieses Fest. Die Minish erscheinen nur guten Menschen. Wer Schlechtes tut, kann sie nicht treffen. Oh. Vielleicht treffen wir ja einen Minish. Das wäre cool. Da ist Zelda. Minish gibt es also wirklich. Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Komm schon, Mädel. Einmal in 100 Jahren öffnet sich das Tor zwischen der Welt der Minish und der Welt der Menschen. Und dieses Jahr ist es soweit. Dann besuchen die kleinen Minish unsere Welt. Ich freue mich schon. Man muss nur lange genug leben. Oh, da bist du schon über 100 Jahre alt? Wow, nicht schlecht. Zelda! Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt, wer wohl gewonnen hat? Und jetzt gehen wir dahin! Hilfe! So, Zelda, was willst du jetzt machen? Huch! Hauptgewinn! Oh mein Gott! So viel Glück hat auch nur die Prinzessin. Unglaublich, du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda! Also dann such dir was aus! Da hätten wir einen herzförmigen Stein oder ein schönes großes Juwel oder aber einen kleinen Schild. Nimm das Herz, Zelda. Nun, wofür entscheidest du dich? Nimm das Herz, dann habe ich gleich einen neuen Herzcontainer. Das Juwel? Der herzförmige Stein ist auch sehr hübsch. Ich sag dir, nimm das Herz, nimm den Herzcontainer. Such dir aus, was dir gefällt. Nimm den Herzcontainer. Nein, nicht den Schild. Nicht den Schild. Der Schild ist scheiße, ich will das Herzjuwel haben. Ich nehme den kleinen Schild. Oh. Wieso? Warum? Wieso denn das? Ja, meine Rede, nimm doch lieber das Herz. So ein Schild ist weder schön noch kleidsam. Hier zum Beispiel, der herzförmige Stein. Ist doch hübsch, oder? Meine Rede. Oder hier, das Juwel, eine wahre Augenweide oder etwa nicht. Diese beiden Sachen sind doch viel besser als der Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Fräulein Prinzessin, ihr seid komisch, aber gut. Hier, bitteschön, der kleine Schild. Yay. So, den schenke ich dir. Der Schild steht Link gut, nicht wahr? Wow.
toll. Ich freue mich total, einen kleinen Schild bekommen zu haben. Ja, wirklich, du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon so spät, wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm, Link, gehen wir. Ich will den Schild... Nee, den Schild auf A ist eigentlich ganz okay. Weil auf B mache ich immer das Schwert. Super, jetzt habe ich einen tollen Schild. Aber noch toller wäre der Herzcontainer gewesen, Zelda. Mensch, los, lass uns knuddeln. Zur Strafe knuddel ich dich jetzt. So, Strafe genug. Let's go. Zieh mal deinen Rotz hoch, das ist ja ekelerregend. Nur, wer seid ihr? Schwester aus einem fernen Land gekommen, das Fest ist in den Minish sollen winzig klein sein, ob es sie wirklich gibt. Fernen Land? Wow, dieses Minish-Fest scheint sich ja herumgesprochen zu haben. Let's go to the Schloss. Also dann, Link, lass uns zum Schloss gehen. Dass sie immer vorlatschen muss, Mensch. Huch, ein Deku. Oh. Aua, das sind die Händler-Dekus, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Laubkerle. Link, tu doch etwas, so kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Ha, easy peasy, meine Liebe. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich kam doch in die Stadt, um auf die Festgeschäfte zu machen, aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. So wird das nichts mit den Geschäften. Also zurück ins heimliche Dunkel. Und er verpufft. Das nennt er also das heimliche Dunkel. Der Händler Deko sah süß aus, aber er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Oh, danke, du läufst mir mal hinterher, du läufst nicht vor. Super. Und willkommen im Schloss von Hyrule. Hallo. Hey. Wir das Schlossgelände verlassen. Ja. La la la. So, Leute. Ich würde aber sagen, das war der erste Part von Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Ich hoffe, euch wird dieses Let's Play gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei diesem Let's Play. Also bis dann. Ciao.